Zeit für die Entscheidung über 200 Meter. Das hier ist das A-Finale mit Jana Gröne von der MTG Mannheim auf der Bahn 1. Auf der Bahn 2, da steht die vierte über 400 Meter vom MTV Ingolstadt, Mona Meyer. Auf der 3, die zweitschnellste der Teilnehmerinnen hier in diesem Jahr vom Werdener Turnerbund, die Vizemeisterin über 100 Meter, das ist Amelie Dierke. Auf der Bahn 4, das ist die Favoritin, die Jahresschnellste, die hier eigentlich kaum zu schlagen sein sollte. Sie ist nämlich auch U18 Weltmeisterin und Titelträgerin über 100 Meter von diesem Wochenende vom TV Kloppenburg. Thalea Prepens dann auf der Bahn 5. Chiara Schimpf, Dresdner SC. Auch sie war im 100 Meter Finale, ist dort Fünfte geworden. Auf der 6 startet Ann-Kathrin Hofen, ALT Düsseldorf. Die hat hier uns ja durchaus imponiert mit ihrem Vorlaufsieg, ebenso wie Frieda Breitkopf, SC Preußen Münster auf der 7. Und auf der 8 ist mit dabei Luise Wieland, LG Stadtwerke München. Die Favoritin allerdings, das ist die vierte von rechts auf der Bahn 4. Thalea Prepens noch etwas zurückhaltend in der Kurve, aber gleich, da wird sie nach vorne kommen. Thalea Prepens auf der 4 vor ihr Chiara Schimpf. Jetzt geht die U18-Weltmeisterin aber nach vorne. Amelie Dierke wird in der Turnerbund auch noch dran. Aber Thalea Prepens, die Favoritin, die Jahresschnellste, ist auch die deutsche Meisterin. Klare Sache, 24,02 Sekunden. Die Siegerzeit für die deutsche U18-Meisterin über 200 Meter und damit Doppelsiegerin von diesem Wochenende, Thalea.